Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Beim letzten Mal haben wir das Hirata... Ich kann mir den verdammten chinesischen Namen hier nicht merken. Haben wir das Hirata-Anwesen beendet und diese komische Schmetterlings-Lady besiegt und trotzdem sind wir nachher noch umgebracht worden. Und danach habe ich mir überlegt, dass ich nochmal zu diesem kopflosen Typen da wollte, beziehungsweise erstmal zu dem Schild, wo dieses Geschwafel von dem kopflosen Gedöns da irgendwie war, dass man Kopflose nicht töten könnte und ich doch bitte umkehren sollte, wenn mir mein Leben lieb ist. Das habe ich mir mal angeguckt. Da geht ein Weg hier ein bisschen durch die Berge her. Und letztendlich ist man auch hier wieder ausgekommen. Ach Gott, jetzt haben sie mich doch entdeckt. Na, ich renne einfach mal weiter und ignorieren sie. Sie kommen ja eh nicht hier oben hinterher. Und ja, letztendlich ist man hier an der Tür wieder ausgekommen. Aber da unten in der Höhle hockt noch irgendeine Art Boss, ein Kopfloser. Und den konnte ich irgendwie nicht angreifen. Und der hat mich auch total verlangsamt und parieren konnte ich auch nicht. Und ich habe den Eindruck, ich habe irgendwie so ein, zwei Items in der Tasche, die mir sagen, gegen Geister oder gegen Grausamkeiten oder so soll ich das mal einsetzen und gegen Illusionen. Aber Illusionen hatte ich aber im letzten Bosskampf erst. Und das war auch, glaube ich, keine Illusion. Und ich möchte jetzt gerne mal das Konfetti hier einsetzen. Das sagt nämlich, mit göttlichem Segen zur Verbannung von Erscheinungen. Und somit ist es möglich, Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Genau, und ich hatte, vorher konnte ich den nicht so recht angreifen. Und vielleicht hilft das ja dagegen, keine Ahnung. Oh Gott. Vielleicht sollte ich doch besser den regulären Weg gehen. Obwohl, jetzt bin ich eigentlich relativ easy rübergekommen, aber jetzt... So halb gar da rein mit schon einem halben Leben weg. Ich meine, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Leben und habe ein bisschen Heilung. Aber trotzdem, so halb gar da in so einen Bosskampf rein, habe ich ehrlich gesagt wenig Lust. Deswegen können wir jetzt nochmal zurück und rasten. Wer rastet, der rostet. Auch nicht so gut, so oft zu rasten. So, einmal probiere ich es jetzt noch. Wobei ich gar nicht so genau sagen kann, nee, ich gehe den Weg hier. Ich kann auch nicht mal sagen, dass der Weg da der kürzere ist. Naja, ein bisschen vielleicht. Obwohl das ja auch nicht so ganz risikofrei ist. Einmal falsch gedrückt und man segelt auch wieder in den Abgrund. Naja, jetzt bin ich erstmal hier lang. Ich bin mal gespannt, ob dieses komische göttliche Konfetti da wirklich einen Effekt hat. Und vor allen Dingen, wann muss ich es benutzen? Muss ich ihm das in die Fresse schmeißen oder einfach so in dem Raum? Ich habe keine Ahnung. So, da unten sieht man ihn auch schon mit seiner komischen strahlenden Klinge. Ich muss jetzt nochmal hier lesen, sorry. Göttliches Konfetti. Konfetti mit göttlichem Segen zur Verbannung von Erscheinungen. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urquellwasser hergestellt. Wie die Götter die Wasser segnen, so segnet auch das Konfetti all jene, die es berührt. Somit ist es möglich. Also eigentlich liest es sich so, als wenn ich es nur auf mich anwenden müsste, oder? Jetzt habe ich auch so eine lilane Klinge. Wut, bin ich schon tot oder was? Aber ich bin immer noch hier wie in Zeitlupe unterwegs. Will er mich verarschen? Ach so, naja, da könnte ich auch eventuell springen.
Aber ich habe auch nur fünfmal göttliches Konfetti. Also ich habe schon den Eindruck, dass das hier in dem Kampf irgendwas gebracht hat, weil meine Klinge wurde ja auch so lila. Aber upsa. Vielen Dank für den. Na los! Aber göttliches Konfetti habe ich jetzt auch noch nirgendwo im Angebot gesehen bei irgendeinem Händler. Ja, ich weiß, ich soll hier rausfinden. Ja, die Frage ist. Will ich das jetzt weiter probieren? Aber schade, dass man hier jetzt nicht wieder raufkommt, sondern. Sondern hier rum muss. Also ich probiere es noch zwei, dreimal, aber ich fürchte, bevor ich einigermaßen raus habe, was ich in diesem Kampf machen muss, ist mein göttliches Konfetti auch schon aufgebraucht und ich sehe irgendwie keine Quelle. Wo man das großartig herbekommt, das ist auch noch so ein Problem. War hier nicht irgendwo die Höhle? Ah ja, da unten. Juhu, ich komme. Nein, aber ich. Okay, ich hab ihn einmal. Nein, jetzt habe ich Grauen. Der Buff läuft aus. Ach, ich kann noch mal aufstehen. Ne. Boah, was für ein ätzender Kampf. Ich meine, er kann sich auch nur so langsam bewegen. Aber der Buff an der Klinge läuft aus. Ich war, fand eigentlich, ich war ganz gut dabei. Es ist auch schwierig, das irgendwie abzublocken, finde ich. Weil er halt auch so in Zeitlupe schlägt. Boah, Puls ist schon wieder auf 180. Aber das ist echt, das finde ich echt das Coole an dem Spiel. Ne? Die Kämpfe sind so knüppelhart, dass man auch einfach super nervös ist und auch eine lange Zeit lang wirklich gefrustet, wenn man es einfach nicht gebacken kriegt. Aber wenn man es dann irgendwie schafft, ist das Gefühl umso gigantischer, dass man das endlich geschafft hat. Warum gehe ich jetzt eigentlich schon wieder hier hinten her? Jetzt habe ich auch nur ein Auferstehungsmoped. Sollte ich nicht eh eins mehr haben? Hat mir der Kampf gegen die Schmetterlingsdame nicht irgendwie gesagt, ich könnte jetzt eins mehr davon haben? Habe ich da nicht irgendwas bekommen? So, also ich kann einmal in der ersten Phase aufstehen und nach meinem Todesstoß könnte ich es theoretisch nochmal. Da habe ich eine von. Soll ich die jetzt hierfür raushauen?
Wohl eine habe ich auch noch im Lager. Ja, komm, wir gönnen uns die mal. Okay, also ich muss auf jeden Fall, wenn ich ihn einmal niedergeknüppelt habe, muss ich in der Pause nochmal mein Konfetti benutzen. Ansonsten gibt es nichts. Falls ich überhaupt so weit komme jetzt nochmal. Ich glaube, es war auch ein bisschen glücklich gewesen. Nee, und ich bin schon tot einmal. Das gibt es nicht. So, damit hätte ich auch alles verballert, was ich für diesen Kampf brauche. Dann machen wir den wohl ein anderes Mal. Also in einem Kampf, wo ich sie einmal oder ihn, ich weiß gar nicht, ob der Kopflose ein sie oder ein er ist, wo ich einen Todesschuss landen konnte, da lief es eigentlich ganz gut, mit einfach dranbleiben und draufholzen und im richtigen Moment zu parieren. Aber das mit dem im richtigen Moment zu parieren, habe ich da nicht so richtig drauf. Und ich muss auch sagen, es ist auch schon wieder, das ist super kacke, weil man kann es nicht richtig üben. Ja, man braucht jetzt immer die Items dafür, die dann draufgehen, wenn man da einmal hingeht. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendeine Quelle nachher für gibt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Aschina Talsperre, Aschina Burg. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Die Erinnerung habe ich fertig. Dann ist die Aschina Burg. Im Prinzip gerade das Einzige, was übrig bleibt. Ach man, mit dem Kopflosen ärgere mich jetzt schon so ein bisschen. Alle Materialien da rausgeblasen. Okay, ich weiß jetzt ungefähr, was mich erwartet. Aber man hat wirklich keine Gelegenheit, da großartig irgendwas zu üben. So, jetzt muss ich gerade mal wieder kurz in Erinnerung rufen, wo hier was war. Ich habe mir den Anfang ja schon mal angeguckt. Ich meine, hier runter ging es zum Verlies, kann das sein? Ah ne, hier ging es gar nicht. Genau, jetzt bin ich an der Aschina Talsperre und das Eingang, der Eingang zum Verlies. Wo war der denn nochmal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach jo, hier hinter dem Glockentypen. Ne, den möchte ich lieber meiden. Dann gehe ich mal wieder zum Eingang. Ja. Und schaue mir entweder die Burg selber an oder die Seitenstraße da oder gehe nochmal die Treppe darauf. Ich habe keine Ahnung. Aschina Burg. Eingang. Aschina Talsperre. Ja, keine Ahnung, ob ich da hin will. Genau, sie wollte da hochgehen und mich eventuell rufen, hat sie gesagt. Ich bin sicher, ihr seid alle schon informiert. Der bevorstehende Kampf wird über das Schicksal von ganz Aschina entscheiden. Wir setzen jetzt unser Leben aufs Spiel für Ishin Sama und das Volk von Aschina. Oh, oh. Wir sind Aschina. Wir sind unbezwingbar. Oh. Für Aschina. Für Aschina. Tja, was geht mit denen da ab? Will ich mich dahin wagen oder eher nicht?
Horido, hier bin ich. Oh, der schießt? Ne, da hinten ist einer und schießt. Ach Gott, das sind alle Schützen. Ja, genau. Schießt noch ein bisschen auf mich, ihr Arschis. Oh ne, das mit den Schützen da hinten. Das muss erstmal beendet werden. So. Okay, er will zustechen mit seinem komischen Move. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, bei dem könnte ich tatsächlich meinen Ninja-Stern gerade mal gut gebrauchen. Oh, fuck. Oh Gott. Er macht auch noch verschiedene dieser Moves. Kann das sein? Einmal hätte ich ihn. Boah, was für ein Kampf. Boah. Nicht mit mir, mein Freund. Was du hier auch immer vorhast. Boah. Nein. Boah, Junge, ich hab ihn beim ersten Mal. Eine lose Gebetsperle. Ich besitze aktuell 2. Ja, cool. Schon wieder irgend so ein Mini-Boss hier geklärt auf der Map. Boah. Ich sag nichts zu meinem Puls, ja? Das könnt ihr euch einfach mittlerweile denken, wie nach jedem Boss hier mein Puls geht. Göttliches Gras. Kann nur von der anderen Seite geöffnet werden. So, ich habe 0 Heilung. Ich gehe erstmal wieder rasten. Aber da der Boss hier ja nicht mehr stehlen sollte. Selbst wenn die anderen 4 Haros wieder da sind. Das sind alles nur Fernkämpfer. Das ist ja überhaupt kein Thema. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich perfekt gekämpft habe, ja. Aber in solchen Situationen merkt man dann doch, dass man mehr im Spiel angekommen ist, ja, dass man langsam verstanden hat, wie das Ganze hier funktioniert, auch wie die letzten Bosse jetzt letztendlich gefallen sind.
Das ist schon was ganz anderes als mein Rumgehampel am Anfang. Ah, joi. Jo, schieß gegen mein Schwert, so ist das korrekt. Cooler Ninja, ne? Cooler Shinobi, der einen Schuss mit seinem Schwert abwehren kann. So, das heißt, jetzt können wir uns eigentlich auch mehr in dieser Stadt hier umgucken. Das wird auch nochmal super unübersichtlich werden, habe ich den Eindruck. Da unten hockt jemand. Aber anscheinend jemand Gutes, der mit mir reden will. Ihr seid kein Samurai dieser Burg, nicht wahr, mein Freund? Ihr seht aus wie ein Shinobi. Ein Fähiger noch dazu. Nö, ich sag mal nichts. Na gut, in Ordnung. Wollen wir ein Geschäft machen? Ich benötige eure Hilfe, die Samurai hier auszuschalten. Es sind ein paar unschöne Dinge passiert. Und jetzt verfolgen sie mich Tag und Nacht. Ich bin am Ende. Diese Ashina-Samurai sind so verbohrt. Die müssten doch Besseres zu tun haben, als mich zu jagen. Ja, irgendwie habe ich mittlerweile verschiedenste Aufgaben. Also irgendeine Art von Quest-Tracker wäre, glaube ich, noch nicht mal so schlecht gewesen. Aber gibt es natürlich in diesem Spiel nicht. Ich muss für die Doktorin ja irgendwie noch verdorbenes Blut besorgen. Für diesen einen Händler soll ich gucken, was die Ashina-Samurai haben wollen. Und für ihn hier soll ich die Ashina-Samurai ausschalten. Ich handle mit natürlich. Und ich verrate. Na gut. Sorry, dass ich es weggedrückt habe. Er verrate mir was ganz Besonderes dafür, wenn ich hier alle Samurai ausschalte. Wobei ich mich auch frage, was meint er mit Samurai? Meint er jeden, der hier in den Straßen rumläuft? Oder gibt's hier, meint er nur die dicken Bosse? Gibt's hier noch mehr von denen? Von den Samurai-Generälen oder wie auch immer? Warum steht er mit dem Kopf zur Wand? Ist jetzt nicht die geschickteste Haltung, würde ich mal behaupten. Okay, da ist ein Fernkämpfer und ein so ein Aufspießer dabei. Dann möchte ich doch mich lieber erstmal hier oben um den Aufspießer kümmern. Ah, ich komme nicht dran, weil ich hier an dieser Kante hänge. Oh Gott, ey, was für eine ätzende Kacke schon wieder. So, Hündchen. Hündchen ist tot. Und du bist jetzt vermutlich auch tot. Naja, das war auch nicht so geschickt. Ja, keine Ahnung, ob das hier auch alles Samurai darstellen sollen, die für den Typen da oben töten soll. Bisher lief es allerdings ganz gut. Der sieht mich. Da würde ich doch eher mal gucken, genau, ob ich nicht nochmal irgendwo von oben kommen kann. Da leuchtet doch noch was, oder? Ein Keramikspieler. Also die, muss ich sagen, habe ich bisher relativ selten gebraucht. Die habe ich am Anfang mal ausprobiert, da hat es nicht so richtig funktioniert. Und seitdem habe ich sie auch nicht wieder so recht angepackt, muss ich sagen. So, da oben bin ich hergekommen. Das sind die Häuser, die diese Treppe rauf da säumen. Hier ist aber ja der Qualm und der Typ auf dem Dach. Ja, den Typen auf dem Dach, den sollte ich auf jeden Fall erledigen, bevor der mir irgendwie in die Suppe spuckt, sag ich mal. Oh, das war gar nicht so gewollt, aber das erleichtert die Sache natürlich ungemein. Was für ein komischer Vogel. Oha, möchte lieber erstmal den hier wieder von hinten meucheln oder habe ich hier noch Gefahr zu befürchten? Von hinten meucheln ist immer das Beste. Eisenschrott. Okay, hier bin ich dann wieder hier. Eine Handvoll Asche. Eine Tür, die keine ist.
Da unten hocken zwei. Na gut, machen wir es doch so. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. So, genau. Hier komme ich nämlich wieder an der Treppe und an meiner Statue oder Figur des Bildhauers aus. Ja, ich guck mal noch ein bisschen weiter. Ich bin mir auch nicht, gar nicht so sicher, wo er meint, wo ich überall die Samurais bekämpfen soll. Nur hier in den Straßen. Ach, hier war ich auch schon gewesen. Die Schlucht ist das. Oder auch, ja, unten in diesem Verlies oder was das war. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe einen fünften Level gemacht. Oh, fuck. Nein! Verpiss dich! Wo kommst du denn jetzt her? Ja, schieß nochmal auf mich mit irgendeinem Schilfrohr oder was. Ach Mann, und ich treffe ihn nicht. Wie kann das sein? So, jetzt verpiss dich mal mit deinem Kackhut da. Echt, ihr habt mir schon genug Stress gemacht bei unserer ersten Begegnung. Sorry. Sorry für die Flucherei, aber das kam jetzt echt überraschend. Und von den Typen bin ich auch echt genervt. Die haben mir echt an der einen Stelle, wo ich die Ratten bekämpfen sollte, gut zugesetzt. Obwohl sie eigentlich so kleine, zerbrechliche Pisser sind. Echt. Ach, da unten. Ach, wie cool ist das denn? Man sieht das immer noch. Da unten ist die Arena, wo ich diesen Boss auf dem Pferd bekämpft habe. Boah, schon. Also echt vom Level-Design ist das alles so cool, was From Software immer abfackelt. Es ist quasi, auch wenn es immer verschiedene Gebiete und Level sind, es ist irgendwie doch eine große Welt, ja. Und das ist schon sehr, sehr geil. Die Frage ist, wie weit geht's denn hier noch weiter? Hier muss doch irgendwann mal Ende sein, oder? Ah, okay. Wenn ich nicht noch auf dieses Dach hier... Oh Gott, da kommen wir auch noch drauf. Da hinten... Hey, ich habe null Orientierung, aber das sieht mir so aus... wie das Ding, wo ich einen Stier bekämpft habe, diesen brennenden. Aber das müsste doch eigentlich... Lasst mich mal kurz nachdenken, ganz woanders sein, oder? Aber da standen doch auch so hohe Holztürme rum. Ach, ich gehe hier einfach mal runter. Aber hier sehe ich auch keine weiteren Gegner. Habe ich schon alle Samurais hier erledigt? Ah, trotzdem, hier ist ja erstaunlich wenig los insgesamt. Irgendwie haben sie hier anscheinend eine kleine Ecke designt, wo kein Gegner rumsteht. Das ist doch seltsam, oder? Und das sieht mir auch nicht so aus, als wenn ich hier runterfallen wollte. Ich gehe jetzt mal zu den Typen und guck mal, was der sagt. Habe ich alle erwischt? Ich weiß es nicht. Ihr seid ein Retter in der... Oh, cool. Habe ich tatsächlich... Ich schulde euch etwas. Erledigt? Wie versprochen. Es gehört euch. Nachtschwalben-Signal-Memo. Eine Notiz zu den Rauchsignalen der Ashina Shinobi, den grauen Nachtschwalben. Blasse rosa Rauchsignale werfen auf den Dächern. Nochmal von vorne. Blasse rosa Rauchsignale werden auf den Dächern der Ashina-Burg platziert. Das sind die Signale der Nachtschwalben. Vermutlich kann nur der Schwarm mit den aschenden Federn dieser Spur folgen. Heißt das, ich soll den Rauchschwaden folgen, die ich da, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesehen habe oder wann auch immer es war und die ich irgendwie so ein bisschen für Deko oder erst einem Loot-Objekt gehalten habe, keine Ahnung, und dann ein bisschen für Deko, weil ja überall was gequalmt hat?
Vielleicht sollte ich dieser Spur tatsächlich mal folgen. Wir sehen uns. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja noch einmal. Naja, wenn ich nochmal hier vorbeikomme, schaue ich auf jeden Fall vorbei. Ja? Braucht ihr noch etwas? Tut mir leid, aber an gefährlichen Orten wie diesem mache ich keine Geschäfte. Er, der kämpft und wegläuft, wisst ihr? Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja noch einmal. Naja, okay. Dann würde ich sagen, müssen wir uns beim nächsten Mal, genau da hinten sieht man schon so ein bisschen Qualm, mal mit diesem Zettel diese Qualmspuren nochmal angucken und denen gegebenenfalls folgen. Aber das machen wir nicht mehr jetzt, das machen wir beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.